Ja, also ich war das nicht. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier sind auf einmal ein paar Plünderer vorbeigekommen, haben den Typen weggeschossen. Ich konnte mich gerade so noch retten. Aber vielleicht hat er ja doch noch ein paar Sachen dabei. Er braucht sie ja nicht mehr. Ja, können wir beides mitnehmen. Schön, also er hat uns eine Waffe gegeben. Und ich glaube auch ein Säbel. Waffenverwaltung, du kannst bis zu 4 Waffen gleichzeitig ausgerüstet haben, indem du sie auf die Plätze oben auf dem Bildschirm ziehst. Alles klar, kriegen wir hin. Dann rüsten wir gleich mal noch den Säbel aus. Rüstungsverwaltung, ziehe Körperpanzer oder Helme in die Ausrüstungsplätze, um sie zu tragen, zerlegen und so weiter. Kennen wir schon aus anderen Spielen, brauchen wir uns nicht alles durchlesen. Ein taktischen Körperpanzer, 4 Rüstungen, wir haben aktuell 3. Dann tausch mal den Spaß doch gleich mal aus. So, Gang ist befreit. Oh, man kann die Kleinen anscheinend töten. Weiß nicht, warum da jetzt so eine krasse Videosequenz dabei war. Haut gibt's auch noch. Mal gucken, was die uns so bringt. Taktische Zeitdilatation. Aufgrund von Komplikationen nach einer über die empfohlene Dauer hinausgehende Kryostase verarbeitet dein Gehirn Zeit anders als andere. Mit der Taste Taktische Zeitdilatation verlangsamt sich die Welt. So kannst du nachdenken, aber auch handeln. Zeit ist begrenzt und so weiter und so fort. Kriegen wir hin. Probieren wir es gleich mal aus. Okay. Einige Objekte explodieren. Ja, wenn das mal kein Hinweis ist. Oh, der erste Plünderer. Waren bestimmt die, die gerade die Wache Pelham getötet haben. Der sieht zumindest genauso aus. Ah, probieren wir das mal. Na, das funktioniert doch schon mal richtig gut. Sehr schön, ich mag Spiele, in denen man die Zeit verlangsamen kann. Das macht die ganzen Kampfsituationen einfach viel epischer. Wir haben noch eine Pistole bekommen. Guck mal erstmal noch zu dem hier rüber. Eine Bergbauausrüstung. Pseudo-Apfel, Mac-Dietrich, Bananenbüschel, Mac-Dietrich. Klappe Mac. Nochmal Zero-G-Brew. Und Ditte. Hacken und Schlossknacken. Deine Fertigkeiten im Hacken und Schlossknacken helfen dir, an Orte zu gelangen, an denen du nicht sein solltest. Mit Mac-Dietrichen kannst du Schlösser öffnen und Überprüfungskontakte können dir die Herrschaft über verschlüsselte Computersysteme einbringen. Wenn deine Fertigkeit gut genug ist, die Sicherheitsmaßnahmen zu überlisten, erfährst du, wie viele Mac-Dietriche und Kontakte es braucht und wie lange es dauern wird. Je höher deine Fertigkeit, desto weniger Gegenstände werden verbraucht und so schneller bist du am Ziel. Alles klar, dann wollen wir das doch gleich mal probieren. Achso, wir müssen nichts weitermachen. Einfach nur Taste gedrückt halten. Ein Teleskopstab. Dann schauen wir doch gleich mal ins Inventar. 73 bringt der, 73 bringt unseres, 110, 110. Na super. Dann brauchen wir auch nichts auswechseln. Da sind die nächsten. Gucken wir mal, ob wir uns hier ein bisschen ranschleichen können. Da kommt noch eine. Müssen wir mal kurz warten. Sonst sieht er uns doch. So, ich glaube, jetzt können wir... Verdammt, ich hätte mal vorher nachladen sollen. Uah. Ja, war jetzt noch nicht der beste Kampf. Das wird sich aber noch verbessern, hoffe ich doch stark. So, jetzt laden wir gleich mal nach. Wo ist denn der von hier hinten hin? Hat mir das Spiel Loot geklaut. Das finde ich aber nicht so dolle. Was ist denn das für ein überdimensionales Schiff? Und das ist Arschkorns Schiff.
Das heißt wahrscheinlich jetzt bald unseres Schiff, mal hoffen. Hier unten sind auf jeden Fall schon ein paar Plünderer am Start. Ich hoffe mal, die haben das noch nicht komplett leer gemacht da drin. Wer ist hier? Leutnant Mercer und Private Kimball. Hallo. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. So viel weiß ich schon. Ich habe einer deiner Kollegen in einer Höhle gefunden. Ach nein, wir sagen lieber, wir sind nicht beeindruckt. Nicht, dass die uns irgendwie noch anhängen, dass wir den, also, dass wir den erschossen haben, obwohl wir es nicht waren. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Marauders. Bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns drum. Obwohl, wir könnten natürlich auch irgendwas von den Fähigkeiten einsetzen. Wir nehmen mal das hier. You think? Most marauders can't even talk. But criminals do attract other criminals by their own nature. You know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And it's gonna be fucking laminated. Tja, den könnt ihr lange suchen, den Besitzer. Der liegt unter meinem Schiff, ich bin bestimmt auch ein Falschparker. Das ging fix. Gut, dass die mir mitgeholfen haben. Erfahrung gab es ja trotzdem. Ein Wächtersäbel. Auch 73. Bringt uns nichts. Bitmodul. Ein Modul, auf dem eine gewisse Menge Bits gespeichert wurden. Hauptwährung in der Kolonie. Alles klar, das ist. Das sind die Dollars hier. Leichte Muni und eine Pistole mit 110 verbessern wir uns auch nicht. Und auch wieder 73. Der Möter gibt uns irgendeinen komischen Scheiß. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier in das Schiff rein. Okay, Schnellreisen gibt's auch. Hier habe ich schon das erste gefunden, was mir gefällt. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Oh oh, Alexa macht uns tot. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Was willst du denn machen? Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Bis jetzt habe ich noch nicht viele Waffen gesehen, die uns hier irgendwie schaden könnten. Also so von ihr gesteuert. Frag mal, was sie machen möchte. Oh oh. Wir sind doch am Boden. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Schön. Witzige Stelle im Spiel. So, ich muss den Vogel zum Fliegen bringen. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ja, Hawthorne ist tot. Tut mir leid. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Ich bin Captain Hawthorne. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Wo soll ich den denn finden?
The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Ja, Ada, ich hab's verstanden. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Hey, Stufenaufstieg. Wir sind jetzt Captain Hawthorne oder Captain Arschkorn. Aber wenn wir es jetzt selber sind, dann lieber kein Arschkorn. Stufenaufstieg, Glückwunsch, du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne dein Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Stufenaufstiege erhöhen deine Lebenspunkte, zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Weiter so und du schaffst es im Nu ins obere Management. Sehr schön, dann gucken wir doch gleich mal, was es hier für Vorteils und Fertigkeiten gibt. Ja, ich glaube, das wird sich hier alles noch von selber erklären, das brauchen wir uns nicht durchlesen. So, wir haben Fertigkeiten. Ich würde sagen, am Anfang gehen wir auf jeden Fall erstmal auf den Nahkampf. Denn ich werde mal befürchten, beziehungsweise ich befürchte, dass es wieder Munitionsknappheit gibt, wie in fast allen Spielen. Und von daher ist es mir lieber, wenn ich mit meinem Säbel ein bisschen mehr Schaden mache. Dialog kann uns sicherlich auch noch weiterbringen. Wahrscheinlich werden uns das die Quest etwas einfacher machen, beziehungsweise verkürzen, wenn wir ordentlich lügen können. Wie jeder weiß, Lügen bringt dich immer weiter im Leben. Ja, was nehmen wir noch? Schleichen, hocken, Schloss knacken oder na, vielleicht noch ein bisschen Medizin? Ich würde sagen, wir verteilen es erstmal so auf. Wir werden ja noch ein paar Fertigkeitspunkte später sammeln. Aufgeladene Nahkampfangriffe. Wenn du Angriffstaste gedrückt hältst, lädst du einen mächtigen Angriff auf, der deutlich mehr Schaden verursacht. Lässt du während eines normalen Angriffs auf, führt das zu einem starken Schwungangriff, der mehrere Gegner auf einmal treffen kann und nur schwer auszuweichen ist. Konzernenergie hat nicht auf private Projekte verschwendet zu werden. Alles klar. Kampfdialogfähigkeiten. Du hast Dialogkampffertigkeit freigeschaltet. Wenn du die richtige Art von Gegnern ankreist, werden diese automatisch mit einem Statuseffekt belegt. Alles klar. Sehr schön. Das haben wir. Vorteile. Willkommen in der Vorteilsauswahl. Auf diesem Bildschirm kannst du auswählen, welche Vorteile du von deinen Vorteilspunkten kaufst. Machen wir. Ich würde sagen, bevor wir lang durchgucken, lasst uns gleich das Grundleben nehmen. Das ist nie verkehrt. Dann brauchen wir uns jetzt nicht alles durchlesen. Im Tagebuch gab es einen neuen Eintrag. Wir sollen den Energieregulator finden und sollen deswegen mal in Edgewater anklopfen und dort den Admin voll quatschen. So, dann gehen wir mal wieder raus. Say. This wouldn't happen to be your ship, would it? Nein. Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Mal nicht so unfreundlich, Fräulein. Ich würde sagen, wir lügen. Das ist eine Raumschiff-Sicherheitsinspektion. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Pass auf dich auf. Sehr schön, da haben wir es doch gesehen. Lügen bringt was. Genau wie im Real Life. Schön, dass ihr uns das so einfach abgekauft habt. Ich dachte schon, den Ausweis, den Captain-Ausweis, den uns die gute Ada gegeben hat, dass der uns jetzt in Schwierigkeiten bringt. Aber anscheinend nicht. Wird noch mal kurz hier um das Schiff herum gucken. Aber hier sieht es nicht danach aus, dass man hier noch irgendwas holen kann. Kommen wir bestimmt auch später noch mal hin. Machen wir uns erstmal auf den Weg nach Edgewater und gucken, ob wir dort diesen Energieregulator bekommen. Denn das Schiff brauchen wir ja schließlich. Wieder ein paar Plünderer. Anscheinend nur einer. Ja, dann versuchen wir es doch noch mal mit dem Säbel. Vor uns hat es leider, hier oben ist auch noch einer. Vor uns hat es leider nicht ganz geklappt mit dem One-Hit. Ich dachte eigentlich, wenn ich die vom Schleichen aus erwische, dass ich die mit einmal wegkriege. Aber das ist nicht der Fall. Und die anderen hören es irgendwie auch immer. Ja.
Nimm das. So. Bis jetzt sind sie noch nicht allzu schwer. Ich denke mal, hier werden noch größere Bosskämpfe kommen und auch natürlich schwerere Gegner. Dass wir hier auch mal ein bisschen taktischer an die ganze Sache rangehen müssen. Aber jetzt am Anfang sei es mir genehm, wenn das Ganze etwas leichter ist zum Reinkommen. Ja, und ich muss echt immer wieder betonen, es sieht sehr, sehr hübsch aus. Dieser ganze Stil von der Grafik, der Himmel, die Planeten. Sehr, sehr hübsch gemacht. Oh, und hier haben wir Edgewater, direkt am Vulkan. Immer der sicherste Platz für eine Stadt. Beziehungsweise, naja, ich weiß nicht, ob man es Stadt nennen kann. Ist nicht sonderlich groß. Sieht auch nicht unbedingt einladend aus. Dann machen wir uns mal dahin. Whoa, hey, where'd you come from? Zilas. Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Ich bin nur auf der Durchreise. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Wie war nochmal dein Name? Ich bin Life is Play. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Nick Silas, für mich bist du Silas. Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Das geht dich gar nichts an. Ich mach, was ich will. Got a knack for being discreet-like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our gravesites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Soll ich die Gebühren eintreiben, die man dir schuldet? Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Ja, kein Problem. Das sind genau die Jobs, die mir Spaß machen. Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Wo kann ich diese Leute finden? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Wir kommen wieder. Da würde ich sagen, da kümmern wir uns doch drum. Wenn es um Nebenquests geht, bin ich immer dabei. Ein bisschen Zusatzerfahrung kann nie schaden. Das Logo. Ha, wie schön. Spacer's Choice. Dann machen wir uns mal auf in die schöne Stadt.